So, jetzt kommen wir zum Schluss unseres Multiplayer-Spektakels. Ich zeige euch leider am Ende noch mein totales Versagen im Goldrausch-Modus. So, jetzt geht es hier um die Verstärkung noch auszuschalten. Tja, mit den Leitern habe ich es ja noch nicht so. Und jetzt gehen wir da erstmal hin. Einen Pumpgun habe ich gefunden. So, jetzt mit der Pistole erstmal gepflegt die alle ausschalten. So sehr ich denke, dass ich Skills habe, habe ich sie noch nicht. Zu wenig gespielt. So, da stehen sie. Zack. Mit der Endwaffe. Das ist doch immerhin schon mal tendenziell nicht schlecht. Also das GTA-Prinzip geht ja voll auf. Ist ja auch bekannt, dass mit dem freien Modus aus GTA 4 ist es ja. Hier hatten wir jetzt die Statistik gesehen. Jetzt bekomme ich meine Erfahrungspunkte. Da geht es hier hoch. Jetzt bin ich fast Level 7. Habe neue Charaktere bekommen, welche wir auch gleich mal sehen. Jetzt habe ich auch ein neues Repetiergewehr bekommen. Es gibt auch einige. Immer halt die gleichen Waffensorte. Ich meine, früher gab es noch nicht so viele Waffen, weil es spielt im Anfang des Ersten Weltkriegs und da wurden neue Waffen erst eingeführt und der Western geht so langsam zugrunde und die Automobile kommen. So, jetzt hole ich mein Pferd. Und das dauert und dauert und dauert und deswegen gucke ich mir so lange mal die Waffen an, die ich neu bekommen habe. Das Springfield-Gewehr hat natürlich eine gute Präzision, das sieht man jetzt auch gleich. So, hier kann ich jetzt die Werte vergleichen. Vier Waffen gibt es von der Sorte, drei davon habe ich. So, da ist mein Pferd. Und jetzt reiten wir ganz klassisch in den Sonnenuntergang. So, hierzu habe ich eigentlich schon alles gesagt. Hier sehen wir die verschiedenen Charakterklassen. Also in Gruppen eingeteilt, was ihr auch selbst lesen könnt. Viehdiebe, Dutch-Bande, Walton-Bande, amerikanische Armee, Federales, Gesetzeshüter, diverse Frauen. Und man kann auch sein Ross und seinen Titel ändern. Da gibt es verschiedene Arten von Titel. So, das ist mein neuer. Den nehme ich gleich mal. So. Und jetzt sehen wir hier den Multiplayer-Modus Goldrausch, wo man eben diese Goldtaschen hier einsammeln muss und dann ablegen. Kennt man ja auch von Uncharted 2 oder Halo Reach mit den Schädeln, dieses Kopfgeldjäger. So ähnlich. Und dann wurde ich gekillt. Und das wird kein Einzelfall bleiben, denn das wird öfters passieren bei mir jetzt. Weil ich es überhaupt gar Meter geblickt habe. Also schreibt mir ruhig, dass ich keine Skills habe und dass ich total schlecht bin. Und ich stehe dazu. Schon wieder von dem Depp. Ja. Das werde ich rauspiepsen müssen. Während ihr euch hier meinen Leidensweg anguckt, sage ich noch ein bisschen was zum Einzelspieler, den wir dann noch vielleicht etwas getrennt behandeln werden. Wir können im Einzelspielermodus zum einen über
Netz kommen. Komm. Komm. Nein. Ach Gott. Also, wo war ich? Im Einzelspieler kann man wählen zwischen gut und böse, zwischen ehrenvoll und unehrenvoll. Kennt man ja alles. Durch Missionen bekommt man Ruhm und Ehre hinzu. Was der Unterschied ist, weiß ich nicht. Bin ich zu blöd für. Und man kann eben auch da, soll man sagen, Amok laufen, wird dann aber bestraft. Ist das gleiche System wie in GTA 4 mit dem Kreis und mit dem Kopfgeld. Adshot Sterne gibt es Kopfgeld. Und man kann auch, wie gesagt, Tiere erlegen, Leute erlegen und ausplündern, beides. Bei Tieren kann man Häute oder Geweihe verkaufen, um ein bisschen Kohle zu machen. Leute kann man des Geldes wegen berauben. Zum Teil lassen sie auch ein bisschen Teile von Kleidung fallen. Kleidung muss man sich über Mini-Games oder Jobs erst freischalten. Da sehen wir das Deckungssystem. Schon wieder gestorben. Sehr schön finde ich immer, mit was man getötet wurde und aus welcher Entfernung. Das alles in Yards ist. Ist sehr typisch amerikanisch. Damals, also ist sehr klassisch. Die Musik insgesamt ist sehr toll. Wer Zugriff auf die Limited Edition hat, wo ich meine, dass der Soundtrack dabei ist, auf jeden Fall kaufen. Hätte ich das gewusst, hätte ich sie mir auch gekauft. Und es ist halt alles drin, was zu einem Western gehört. Standoffs, was man dann auch später sehen wird am Ende des Videos. Und man kann auf Züge springen. Wenn man mit seinem Pferd daneben läuft, kann man auf den Zug in der Fahrt drauf springen. Das ist auch sehr geil. Man kann im Einzelspieler überall kampieren, auf freien Flächen und dort speichern, Outfit wechseln, zu anderen Orten reisen. Das macht es alles sehr bequem bei einer Mission, wenn man mitten in der Pampa steht. Man kann Kopfgeldjäger sein, Kopfgelder eintreiben, das ist, macht auch sehr viel Spaß. Hat eine sehr taktische Komponente, wie ich finde, da man sich ranschleichen muss und seine Ressourcen taktisch klug einsetzen kann. Muss man nicht. Bin ich Freund von. So, und jetzt sehen wir hier mal ein typisches Beispiel meiner Unverständlichkeit. Wenn ich den jetzt mal gekillt hätte. Tja. Mit nur einem Kill verloren. Und jetzt kommen wir hier zum Standoff. Das ist ein Anfangs-Minispiel, könnte man sagen. Wo, weiß ich nicht, ob das einen Vorteil gibt oder Bonus. Bevor der neue Runde Goldrausch anfängt, kommt ein Standoff. Und hier soll ich auf den Aideon schießen. Wahrscheinlich, weil der mich die ganze Zeit gekillt hat. So, jetzt ziele mal auf den Kopf. Zack, und gleich erschossen. Tja, was soll ich dazu sagen, ne? Drei Kämpfe noch, zwei Kämpfe noch. Der blickt's nicht. Tot. Schöne Sache, passt. Und damit verabschiede ich mich. So, das war mein Multiplayer-Test zu Red Dead Redemption. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und auch wenn ich euch nur einen kleinen Teil dieses Vergnügens im Multiplayer zeigen konnte, da nur wenig Leute online waren, hoffentlich hat es euch gefallen. Man sieht sich. Bis dann. Thank you.